Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Ich werde heute mal mit Dr. Michael Dreiner über eine Art der neuen Medizin sprechen, weil wir doch uns, glaube ich, in den letzten Jahren, Jahrzehnten verloren haben in der Detailsuche. Da wird jedes Hormon und jedes Enzym und das Elektron noch auf den Spin analysiert. Und was wäre, wenn einfach unser höheres Selbst, unser Bewusstsein da einfach die Funktion schaffen würde und das ganze kleine System überhaupt sich dann dem fügt und wir da gar nicht groß analysieren müssen. Also diese ganzen spannenden Zusammenhänge werden wir jetzt mal gemeinsam beleuchten. Bleiben Sie dran. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Schön, ja. Ja, ich muss echt sagen, ich war auch letztens immer wieder mal vor der Frage gestanden, als es dann wirklich immer noch tiefer ging und in die ATP und in die Mitochondrie rein und in den Zellkern. Und dann wird hier das Elektron in der Richtung analysiert, wo ich dachte, damit kriegen wir doch keinen Menschen geheilt. Indem wir, also das ist doch... Also wie wenn ich Autofahren versuche zu lernen und dann die chemische Formel von meinen Felgen irgendwie versuche rauszufinden, oder? Ja. Also irgendwie, ja, genau. Da werde ich nie fahren können. Da werde ich mich vor lauter Details, was alles in einem Auto steckt, werde ich den Geist aufgeben und sagen, das ist mir zu kompliziert. Ja, und wenn man dann noch die Quantenphysik nimmt und diesen leeren Raum, wo alles drin steckt und dass der eigentlich alles steuert und... Also das ist dann schon auch wiederum große Frage. Und deswegen bin ich umso gespannter, wie deine Art der neuen Medizin, wo du irgendwie auch hier die Fehler siehst, sozusagen, wenn man das so sagen darf, oder das Entwicklungspotenzial, um einfach in die Gesundheit zu kommen. Ja, das fühle ich gerne. Also wir haben, ich glaube, etwa 30 Filme zusammen gemacht. Und in diesen Filmen haben wir ja gesehen, dass der Mensch unglaublich komplex ist. Er ist beispielsweise, vielleicht das Bild hier, der Mensch besteht aus zwei Trinitäten, Körper, Seele, Geist des Menschen und Körper, Seele, Geist des Höheren Selbst. Wir bestehen also aus sechs verschiedenen Bestandteilen. Der größte dieser Teile ist nur über das Unbewusste im Moment zugreifbar. Die meisten Menschen können ja nicht fragen, wie geht es meinem Darm heute oder wie geht es meinem Höheren Selbst. Das kann man über den Muskelreflex, kann man diese Dinge fragen. Das ist für uns unbewusst. Aber das heißt, wir bestehen aus sechs verschiedenen Teilen und wenn wir heute den Spin der Elektronen anschauen, dann sind wir nur im Körper-Ich des Menschen, also in dem roten Teil vorne, im vorderen Dreieck und vergessen alle anderen. Und wir schauen das an davon. Die Legierung der Felgen. Ja, genau. Genau. Also wäre es ja vielleicht gut, dass wenn man Autofahren lernen will, dass man sieht, es gibt ein Auto mit Rädern und es hat einen Motor und das fährt auf Straßen. Mhm. Und dann ist dem Menschen ja vielleicht auch ein bisschen geholfen, als wenn er nur weiß, wie seine Felgen gebaut sind. Mit dem fährt man noch nicht. Also sind wir wahnsinnig faszinierende Wesen mit einem riesigen Potenzial und es müsste dann eben auch Methoden und Möglichkeiten geben, wie wir eine kaputte Felge reparieren, ohne dass wir die Legierung kennen, sondern dass wir dem Höheren Selbst sagen, hey du, mach mal diese Felge wieder gesund und mach mal, dass die richtig funktioniert. Und das geht natürlich. In vielen Fällen kann man die Leute so heilen. Das ist dann aber Heilung und das ist verpönt in der Schulmedizin, weil heilen kann nur die Chemie. Also das sind dann eben schwierige Themen, aber ich sehe das immer ein bisschen entspannt und ich sage, ich muss mich ja nicht von irgendeinem Mainstream-Denken leiten lassen. Ich bin ja ein Hofnarr. Ich übe in der Küche meiner Praxis, was man da alles machen kann. Und da sieht man natürlich ganz klar, dass es Platz für eine neue Medizin hätte und dass der Spin nicht über den Kernspintomograph geändert wird, technisch, sondern dass das Höhere Selbst dazu gebracht wird, den Spin in den Elektronen des Kerns anders drehen zu lassen. Und das führt uns dann natürlich zu einer neuen Art der Betrachtung. Und ich möchte da etwas repetieren, was ich auch schon gebracht habe. Ich bitte, dass wir kurz das Bild sehen. Wenn ich in meiner Praxis eigene Forschung betreibe und schaue, warum sind die Leute krank, die zu mir kommen, dann sehe ich, über 60% der Leute, die ich behandle, haben eine primäre Krankheitsursache in Geist oder Seele. Also die haben Fehlprogramme, Fehlinfos, irgendwas, Fremdenergie.
Dann etwa um die 20% der Leute haben wirklich ein technisches Problem. Die machen zu wenig Sport, die haben genetische Veränderungen. Das könnte auch ein Knochenbruch sein, oder? Könnte auch ein Knochenbruch ja, sein. Ja, weil das ist ja was... Ja, das muss man ja wirklich auf der mechanischen Ebene dann auch wieder auskurieren. Mhm. Genau. Und dann haben wir noch eine dritte Kategorie, über die haben wir ja viel gesprochen in den letzten Filmen. Mhm. Es gibt fremde Energien, die zerstörerisch auf uns wirken. Also die uns Geräte einbauen, die uns abholen, entführen, traumatisieren. Und das ist dann auch wieder feinstofflich. Das hat nichts mit dem Kernspin zu tun. Und dann gibt es viertens nochmal eine Kategorie. Das sind dann helfende Geistwesen, die uns Probleme, Krankheiten auf den Weg geben, dass wir gewisse Dinge lernen, vielleicht mal zu einem Therapeuten gehen und fragen sie, was habe ich denn da? Die Ärzte wissen nicht, was ich habe. Und so findet man, dass sie Systemveränderer sind beispielsweise. Krankheit kann ja auch eine Botschaft sein. Ist sie sogar oft. Und diese vier Dinge, wenn man das weiß, dann sieht man ja, es ist ja so, dass nur ein kleiner Teil unserer Krankheiten rein rot körperbezogen ist und technisch ist. Also müssten wir eine Medizin haben, die die anderen 80% Krankheitsursachen auch behandelt. Und dann könnte es eben sein, dass wir nicht mehr den Spin eines Elektrons technisch umprogrammieren müssen. Genau. Und da das ja so ist, dass eben meistens eine feinstoffliche Geschichte hinter einer Störung liegt, habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen, wie wir das benennen könnten. Und ich habe jetzt mal, das ist ein Stand meines Irrtums, ich habe mal gesagt, es gibt einen kausalen Knoten. Das ist die Hauptursache, die Grundursache für eine Krankheit. Warum du depressiv wirst, ich eine Hautkrankheit bekomme, der Dritte, dem fallen die Zähne aus und so weiter. Und wenn wir diesen kausalen Knoten, also etwas Feinstoffliches finden, dann können wir dort einsetzen und dort die Korrektur machen. Und meine Erfahrung ist, dass wenn es einen kausalen Knoten außerhalb des Körperlichen gibt, dann heilen die Leute spontan. Und niemand versteht das. Die Ärzte, die mir die Patienten schicken, die verstehen das dann nicht und sagen einfach, ja, Spontanheilung, das gibt es. Aber ich glaube, das wäre ein Modell, das gut Schule machen könnte und das würde uns die Gesundheitskosten auch ein bisschen Oh, wenn das jemand möchte. Wenn das jemand möchte. Ja. Wie arbeitest du in der Praxis jetzt, wenn du gerade so ein Fallbeispiel vielleicht mal... Ja, ich kann da gerne ein Fallbeispiel bringen. Fallbeispiel kommt in meinem Buch vor. Das ist eine Dame, die lebt in der Schweiz, 47 Jahre alt. Sie ist ein klein wenig übergewichtig und sie war bei uns in der Schweiz Verkäuferin in einem Warenhauskette. Und sie hat dann so starkes Rheuma bekommen, dass sie nicht mehr arbeiten konnte. Die wurde dann krankgeschrieben, 2 Jahre lang, weil die konnte einfach nicht mehr irgendwelche Kisten heben und so, das ging gar nicht. Und ich habe ihr am Anfang geholfen, aber meine Arbeit war zu wenig schnell. Aber zu der Zeit, als die gekommen ist, wusste ich natürlich auch noch viele Dinge nicht. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass das Höhere selbst beschädigt sein kann. Dann hat sie gesagt, ja, ich breche bei Ihnen ab, Herr Dreiner, das ist mir zu kompliziert und zu langsam. Ich habe das verstanden, habe gesagt, ja, ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die ist dann in die Schulmedizin und hat über 3 Jahre ganz hochdosiertes Cortison bekommen. Und das hat dann so schwere Nebenwirkungen beigemacht, dass hier die Zähne ausgefallen sind, Gott. Dass Knochen sich rückgebildet haben und so weiter, dass sich Sehnen ausgedünnt haben und die war dann fast ein Wrack. Und die Rheumaschmerzen waren tatsächlich zurück, aber die Nebenwirkungen waren so schlimm, dass das fast schlimmer war als die Rheumaschäden. Dann ist sie wieder gekommen, ich habe mit ihr gearbeitet und dann haben wir einfach mal gesagt, vielleicht ist das Problem ja nicht auf der körperlichen Seite. Und haben gesehen, sie ist eine Systemveränderin, also eine Frau, die für diese Übergangszeit inkarniert ist, die eine spirituelle Aufgabe hat und die nicht leben kann. Und haben dann gesehen, dass sie schwere Traumas hat, schwere Selbstwertstörung haben wir gefunden. Und wir haben dann auch Glaubenssätze bei ihr gefunden, die da ziemlich schlimm waren. Zum Beispiel war ein Glaubenssatz, den sie da hatte, meine Lebensaufgabe ist schändlich, deshalb muss ich mich zerstören. Also die durfte gar nicht in ihre Aufgabe hineinwachsen und ich muss mich selber zerstören, erklärt natürlich Rheuma, weil Rheuma ist eine Form von Selbstzerstörung, wo der
eigene Körper autoaggressiv gegen die Knochen vorgeht und den Knorpel. Mhm. Das hat uns das dann gut erklärt. Und wir konnten dann in ihrem höheren Selbst diese Störungen lösen, die wir da gefunden haben, und wir mussten in ihrem Seelenkörper auch noch Dinge auflösen. Oder, und jetzt kann man sagen, ich habe das extra nachgesehen für die Sitzung heute, für das Gespräch heute, ich habe 7 Sitzungen mit ihr gemacht. Mhm. Mit all diesem Wissen, was ich mittlerweile aufgebaut habe, von diesem verrückten Grüßelkabinett. Und das Rheuma ging so stark zurück, dass die 7 Sitzungen waren innerhalb von 6 Monaten, konnte sie die Medikamente komplett absetzen. Oder, und das ist für mich jetzt eben genauso ein Fallbeispiel. Wenn ich das Wissen früher gehabt hätte, hätten wir den kausalen Knoten lösen können und sie hätte nicht 3 Jahre diese schweren Medikamente essen müssen. Oder was wir auch machen hätten können, ist, wir hätten sie schulmedizinisch behandelt, dass sie wieder arbeiten kann. Und parallel dazu hätte ich den kausalen Knoten aufgearbeitet. Oder das muss in die Richtung gehen, wie wir arbeiten in Zukunft. Ja. Das ist viel effizienter, viel weniger schädlich für den Patienten und letztlich geht es dann auch schneller. Ja, ich denke auch dieses Bewusstsein mal schaffen, dass wir wirklich so diese Maschinenmedizin halt eben jetzt gelebt haben. Man sieht ja wirklich bei chronischen Krankheiten, es funktioniert nicht mit dieser Methode. Genau. Der Patient wird nicht wirklich gesund. Ja, also die Symptome werden irgendwie unterdrückt, aber eine reine Heilung findet auf der Ebene, was chronisch angeht, ja nie statt. Genau, das ist oft. Also da muss man ja auch dann drauf kommen, dass es wohl noch einen Bereich gibt. Aber es ist ja ganz spannend, wenn dann solche Spontanheilungen kommen, dann ist das Interesse, dahinter zu schauen, oftmals bei null. Ja, ich verstehe das auch, oder? Und ich betone immer wieder, die Schulmedizin macht hervorragende Dinge. Also wenn du vom Motorrad eben Notfallchirurgie, alles. Die Traumatologie, all diese Dinge, das ist Herzchirurgie, wunderbar. Ja. Aber im Bereich der chronischen Medizin gibt es schon Felder, wo die Medizin einfach nicht drankommt, weil eben die Ursache, wie wir gesehen haben, gar nicht auf der körperlichen Ebene ist. Und da ist dann wie ein Umdenken nötig, dass die Medizin, die wir heute haben, einen Teil super abdeckt, aber nicht alles. Oder? Und es ist vielleicht so, dass es für viele Mediziner, die heute ausgebildet worden sind, einfach auch schwer ist, zu begreifen, dass es neben der Art, wie sie denken und arbeiten, noch andere Möglichkeiten gibt. Und ich verstehe, dass wir Menschen, wir sind immer so, das, was wir denken, ist richtig und das, was die anderen denken, die spinnen ja eh. Und das ist irgendwo menschlich, oder? Aber ich glaube wirklich, es ist jetzt Zeit, dass wir wie eine neue Medizin entwickeln. Und es gibt ja auch Mediziner, die das begreifen. Ich arbeite mit vielleicht 10 Ärzten zusammen, die zwar finden, ich bin ein komischer Kerl und mache komische Dinge, aber die wissen, dass es funktioniert und die schicken mir die Leute. Und ich habe jetzt die ersten Ärzte, die zu mir in die Ausbildung kommen. Super. Also es gibt Ärzte, die offen sind. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen grundsätzlich offene Menschen, egal ob Ärzte, ob Therapeuten, ob Heiler. Wir müssen alle offen sein, weil jeder trägt ein kleines Puzzlesteinchen zur Heilung von Menschen bei. Und wir müssen zusammenstehen in einem Ring und uns gegenseitig ergänzen. Und dann kriegen wir eine neue Medizin vielleicht in Gang. Spannend wäre natürlich auch die Frage, wenn man dir so zuhört und es entsteht dann als Zuhörer ein extremer Widerstand und man denkt, ich will das gar nicht wissen, ich will das nicht hören, das kann gar nicht alles sein, das stimmt alles gar nicht. Das ist ja wie so ein, da kommt ja irgendwie eine Panik hoch, eine Angst. Ist es Angst vor Kontrollverlust oder ich frage mich das immer wieder, warum man nicht oft nicht in der Lage ist, einfach Anschauungen, Weltanschauungen oder solche Zusammenhänge einfach mal aufzunehmen und anzunehmen. Aber bei vielen löst es dann eben so ein Widerstand aus. Mhm. Und was ist der Widerstand? Sind es auch Besetzungen? Sind es Glaubenssätze? Ist es eine Angst vor Kontrollverlust? Ist es den Rahmen, den ich mir im Leben gesteckt habe, mit meinen Leitlinien, denen ich folgen muss. Wenn das dann auseinanderbricht, dann fällt mein ganzes System auseinander.
Also ich würde sagen, alles, was du aufgezählt hast, spielt da rein. Mhm. Ich glaube, dass Menschsein keine einfache Sache ist, grundsätzlich. Wir leben in einer schwierigen Welt, sehr dual, sehr polar. Wir müssen kämpfen um unser Überleben irgendwie. Und in dieser Schwierigkeit bauen wir uns ein Weltbild auf, an dem wir uns auch festhalten können. Und das gibt uns einen Halt. Und dieser Halt wird uns ja über die Medien, über die Tagesschau jeden Tag wieder gespiegelt. Und das gibt eine Selbstverstärkung, wie ein Mikrofon, das zu nahe vom Verstärker ist. Das baut sich wie regelmäßig gegenseitig auf. Und wenn du dann mit solchen komischen Dingen kommst, löst das wie Unbehagen aus. Es unterhöhlt das Glaubenssystem, das dich trägt. Es löst die Eckpfeiler unserer Gesellschaft auf, die ja so stolz ist auf die technischen Errungenschaften, und die nackten Ureinwohner Australiens sind primitiv, und man würde sich ja dann wie aus dieser Königswarte, die wir da aufgebaut haben, herauswagen, und ich glaube, das ist für viele Menschen schwierig. Aber ich glaube, die Zeiten, die auf uns zukommen, die werden uns das aufzwingen. Ja. Das wollte ich gerade fragen. Ja. Man kommt dann, glaube ich, an diesen Punkt der Ohnmacht und der Handlungsunfähigkeit, dass du dich zwangsläufig mit über den Tellerrand hinausschauen musst. Ja, und ich glaube, im Moment sind wir daran, das sehe ich über die Geschichten meiner Patienten, dass ein Teil unseres westlichen Systems zerbricht. Mhm. Dieses Wohlstandssystem, das ja immer funktioniert hat, wird jetzt wie ein bisschen mutwillig, hat man manchmal fast das Gefühl, zerrüttet. Pandemien, Kriege, Strom- und Gasversorgung klappt nicht mehr, Warenketten, Lieferketten funktionieren nicht mehr, es wird Engpässe in der Versorgung geben. Das kommt ja irgendwie arg ins Wanken. Und es könnte sein, dass neben diesen Dingen, die ins Wanken kommen, noch andere verrückte Dinge passieren, nämlich, dass man plötzlich merkt, dass wir nicht allein sind auf dieser Erde und so weiter. Ich glaube, wir werden als Gesellschaft und einzelne Menschen in den nächsten 2-3 Jahren extrem gefordert, und vieles, was wir glauben, wird sich ein bisschen auflösen. Also werden wir kollektiv gezwungen, unser Weltbild zu überdenken. In der Hochphase, sage ich mal, der Störung kommt es natürlich auch im Körper zu Symptomen. Wir sehen das jetzt natürlich auch im Kollektiv. Die Leute sind sehr krank, die sind sehr müde. Da kommen ganz viel chronische Krankheiten jetzt hoch. Epstein-Barr-Virus, Gürtelrose und. Haben wir schon gehört, da gibt es ja auch Zusammenhänge, was Energien damit zu tun haben. Und ist das jetzt die Aufgabe wirklich, dass wir auf diese Störungssuche uns jetzt da, also das, es kommt ja jetzt auch parallel zu den Menschen, die die Fähigkeiten haben, das nämlich schnell zu entstören. Ja, also es ist so eine Win-Win-Situation so ein bisschen, oder? Ja, ja, ja. Also was ich feststelle, ist, dass viele Leute die Fähigkeiten, die ich habe, Leute mit Geistwesen zu heilen, das haben viele Leute. Also wenn ich jetzt schaue, einfach die Leute zu mir in die Praxis kommen, dann würde ich sagen, sicher jeder Fünfte, der zu mir kommt, kann selber heilen. Das ist keine so selten verankerte Fähigkeit. Ich glaube, wir können das, viele von uns können das. So wie viele Menschen vielleicht gut in Informatik sind, gibt es viele Menschen, die könnten heilen. Also wäre die Zeit reif, dass wir solche Konzepte einbauen und Menschen so heilen. Und ich möchte dazu vielleicht etwas anregen, oder ich glaube, heute leben wir in einer symptombezogenen Medizin. Ich habe da ein Bild mitgebracht, das man vielleicht einblenden kann. Heute gehen wir zum Arzt, wenn wir ein Symptom haben. Mir tut das linke Knie weh. Dann schaut der Arzt, habe ich ein mechanisches Problem am Gelenk? Habe ich die richtige Gelenkflüssigkeit? Habe ich Aminosäurenmangel? Irgendwas geht er dann technisch schauen und findet etwas und behandelt das. Vielleicht im schlimmsten Fall gibt es eine Operation, vielleicht reichen Schmerzmittel, vielleicht Steroide, vielleicht ein Antibiotikum. Auf der Symptomebene wird das behandelt. Und wenn wir Glück haben und die Leute ein bisschen offen sind, sagen sie sich, ich schau mal noch was, warum habe ich das? Und dann gehen wir noch runter aus der roten Ebene des Körpers in das Blaue der Seele und das Gelbe des Geistes, in die feinstofflichen Ebenen,
und sehen dann vielleicht, ja, dieses Knieproblem hat mit einem seelischen Schaden zu tun oder vielleicht, wenn man es dann schon ziemlich weit treibt, mit einem Schaden im höheren Selbst. Ja, und wir haben natürlich aber auch immer wieder das Thema, die Leute gehen mit Symptomen zum Arzt, haben dann chronische Prozesse und wenn dann das, sag ich mal, das Werkzeug ausgeschöpft ist, also Cortison und Antibiotika, genau, dann wird sofort behauptet, naja, das muss dann psychisch sein. Ganz genau. Und dann wird man aber auch nur zu einem Verhaltenstherapeuten oder Psychologen geschickt, der ja auch nur diesen Felgenbelag wieder anschaut. Unter Umständen ist das so. Das will aber nicht heißen, dass die Arbeit dieser Leute nicht gut ist, oder? Weil ein Teil der Störungen kann der Verhaltenstherapeut lösen. Mhm. Wenn das Problem, das Seelische, in einem Bereich aufgetreten ist, dass man mit dieser Verhaltenstherapie aufarbeiten kann. Da wir aber große Teile halt fremde Energien haben und so, gibt es einen Restbereich, der nicht aufgelöst werden kann. Das ist natürlich ein Problem. Also manchmal müsste man dann noch eben weiter und tiefer gehen, genau wie du das jetzt sagst. Und ich nenne das den kausalen Knoten in der Medizin. Also dass dieser kausale Knoten eben die ursächlichste energetische Ursache der Störung ist. Und wenn wir die dann anschauen, können wir von dem seelischen Schaden nochmal tiefer gehen und schauen, ja, was ist das Problem? Ist es ein Trauma in der Kindheit? Viele Therapeuten gehen davon aus, dass alle Schäden seelisch, die entstanden sind, in der Kindheit passieren. Das ist aber nicht so. Es gibt Dinge, die sind karmisch, die kommen aus anderen Leben. Und dann gibt es Entführungen, das ist nicht wenig. Das kommt nicht aus diesem Leben, sondern aus parallelen Lebenswelten, die wir hier erleben. Und dann müssten wir eben schauen, sind das Besetzungen, Implantate, störende Glaubensmuster, ist das eine ausgeschaltete Trivolution? Also müssten wir mit dem Wissen, was wir uns jetzt erarbeitet haben, über viele, viele Jahre, müssten wir eben schauen, ob wir den kausalen Knoten finden und den behandeln. Und wenn wir eine Medizin hätten, die das kann, dann würden wir erkennen, dass es eben so ist, dass wir das Rheuma der Patientin, was ich beschrieben habe, dass wir dort eben das Antirheumatikum geben für die kurzfristige Behandlung als Symptomblocker und dass wir dann den kausalen Knoten suchen und beides auflösen. Und dann hätten wir eine Medizin, die vielleicht morgen funktioniert, wo wir eben viel, viel tiefer reparieren können. Mhm. Wir behandeln zwar die Felge und die Legierung stabilisieren wir vorübergehend, aber wir sehen, woher das Problem überhaupt gekommen ist und lösen das an der Wurzel auf. Oder? Und dann hätten wir natürlich eine ganz andere Medizin, die eben anders funktionieren würde. Und wenn wir das, und das wäre mir ein großes Anliegen meiner Vision, wenn wir das noch weiter spinnen, dann kriegen wir eine Medizin für übermorgen, dass wenn ein Mensch inkarniert, lesen wir seine kausalen Knoten. Wir schauen doch, wenn wir Kinder, wie wir gesehen haben, werden Kinder in Zukunft anders gezeugt, spirituell. Oder und dann wissen die Eltern, sie wissen, wen sie ins Feld holen, die wissen, wer da kommt. Und dann wissen wir ja schon, wer das ist, was das für eine Seele ist, was die für Aufgaben hat, was die für Probleme hat, das können wir ja dann lesen. Ich mache ja nichts anderes als solche Dinge lesen bei den Patienten. Also kann ich im Grunde genommen auch lesen, welches Wesen ist in der schwangeren Frau. Ich kann solche Dinge abfragen. Das Wesen nimmt dann Kontakt auf mit uns und ich kann herausfinden, was die Lebensaufgabe dieses noch nicht geborenen Menschen ist. Und wenn wir das mal können, dann wissen wir ja, was ist die Lebensaufgabe. Und dann müssen wir nicht warten, dass die Menschen irgendeine Banklehre machen, die mit ihrem Leben nichts zu tun hat, sondern die wachsen schon damit auf, dass sie wissen, wer sie sind, was ihre Bestimmung ist. Wir sehen, wo sind Probleme, warum werden sie krank. Und dann werden wir auf der feinstofflichen Ebene fast keine Schäden haben. Und das heißt, dann werden die Felgen nicht zerbrechen. Wir werden dann auf der organischen Ebene kaum Probleme haben, weil wir es schon vorher erkennen. Und auf der Symptomebene werden wir gar keine Menschen mehr krank haben. Und ich glaube, dass das jetzt vielleicht wahnsinnig futuristisch klingt, aber ich bin überzeugt, dass heute schon Völker auf diesem Planet das können. Ja. Und wir wissen das von den Ethnologen, die eben diese Naturvölker in Australien, im Amazonas anschauen,
die können das schon. Ja, da gibt es ja Völker, die können ja in einer Stunde einen Knochen heilen. Das gibt es ja auch. Und die werden dann als unterentwickelt bezeichnet. Das kann ja sein, dass die technisch unterentwickelt sind, weil die das Klo hinterm Haus haben, oder? Mhm. Aber auf der spirituellen Seite sind die alles andere als unterentwickelt. Und von daher möchte ich sagen, die Art von Medizin, das muss unser Ziel sein. Und das ist gar nicht schwierig oder unerreichbar. Das wird ja schon gelebt. Nur wir technisch, sage ich jetzt mal, verirrte Menschen, müssen wieder zu diesem Wissen zurückfinden und das dann einbeziehen. Und dann könnten wir eine Medizin entwickeln, die der Multidimensionalität unserer Natur, Körper, Seele, Geist, Mensch, Körper, Seele, Geist, höhere Selbst, Rechnung trägt. Und dann wären wir bewusste, spirituelle Menschen, die mit Krankheit bewusst und spirituell umgehen. Wenn jetzt ein Mediziner sagt, abschließend, ich möchte das wirklich auch lernen, integrieren, wo kann der sich informieren darüber? Also, ich denke, er kann beispielsweise mal meine 30 Filme anschauen. Die sind auf meiner Homepage www.trivolution.ch. Wie im Lehrgang. Ich bin ja auch Dozent an der Uni. Ich habe das wie im Lehrgang aufgebaut. Er kann vielleicht mein Buch lesen. Er kann in die Ausbildung kommen. Und ich denke, es gibt im Moment so viele Menschen auf der ganzen Erde, die solche Dinge ergründen, wie ich das mache. Ich bin ja überhaupt einer von vielen. Und er muss einfach mal den Mut haben zu sagen, ich wage mich aus dem Fenster und könnte mir vorstellen, dass es noch andere Dinge gibt. Und dann ist er schon geheilt, weil dann kommt's. Und dann könnte er noch sagen, ich gebe meine Bereitschaft ans Universum, dass man mir das beibringt. Und dann geht das alles rucki-zucki. Die Hilfen sind ja alle da. Mhm. Und wer will, dem wird geholfen. Super. Ja, schöner Schlusssatz. Wer will, dem wird geholfen. Genau. Ja, genau. Super. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass die Medizin mal ihr Blick erweitert. Ja, und schöner Beitrag dafür. Dankeschön, Michael. Gerne, ja. Gerne. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges für Ihre Gesundheit mit rausnehmen aus diesem schönen Interview und bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald und tschüss.